Willkommen zum zweiten Teil der Dokumentation über die SIRI-Ausbildung bei der European Security Academy Austria. Sollten Sie den ersten Teil der Dokumentation noch nicht gesehen haben, so empfehle ich Ihnen dringend, diesen nachzuholen, damit Sie das Lagebild verstehen und auch die folgenden Bilder für Sie Sinn ergeben. Ein Direktlink zum ersten Teil der Dokumentation befindet sich oben rechts in der Infobox und unten in der Videobeschreibung. Teil 2 – Evasion – dem Feind ausweichen. Was bisher geschah? Unser Trupp hatte sowohl am ersten Tag als auch bis zum Mittag des zweiten Tages keinen Feindkontakt. Wir bewegten uns in der Zeit durch das schwierige Gelände, um dem Feind möglichst auszuweichen. Um deutlich schneller voranzukommen, entschied unsere Führung, dass wir von nun an auch Feldwege und Straßen nutzen müssten, um unseren Pickup-Point rechtzeitig zu erreichen. Als unser hinteres Sicherungselement Fahrzeuggeräusche von hinten vernahm, verließen wir schnellstmöglich die Straße, um einer Aufklärung durch feindliche Fahrzeugkräfte auszuweichen. Gerade noch so konnten wir uns den Blicken des Feindes entziehen und nach einer kurzen Zeit des Wartens konnten wir unseren Marsch weiter fortsetzen. Wenn ich die Hand davor wäre, würde ich es mir einfach machen und immer die Wege abfahren. Immer abfahren, hoch runter, hoch runter. Okay, die gehen weiter. Das ist ein starker Mann. War das Auto feindlich? Während der Rest der Gruppe in Sicherheit gewartet hatte, wurde ein Späher vorausgeschickt, um die Lage zu erkunden. Als dieser sich beim Trupp zurückmeldete, hatte er eine Entdeckung gemacht. Wir entdeckten unbewachte feindliche Fahrzeuge. Anhand der Spuren, die sich von den Fahrzeugen wegbewegten, konnten wir ermitteln, dass der Feind sich direkt in den Wald begeben hatte. Von daher nahmen wir das Risiko in Kauf, uns weiter auf der Straße zu bewegen. Wenn man die Hand auf die Motorhaube eines Fahrzeugs legt, kann man anhand der Wärme ungefähr abschätzen, wie lange das Fahrzeug steht. Da das Fahrzeug komplett kalt war, musste der Feind sich also schon länger im Wald befinden. Ich prüfte, ob ich Zugang zu den Fahrzeugen bekommen könnte, um vielleicht Ressourcen für unsere Gruppe zu gewinnen. Dies war leider nicht der Fall. Im Anschluss markierten wir die Fahrzeuge, sodass der Feind, wenn er zurückkommt, darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass diese Fahrzeuge zerstört wurden. In einem realen Szenario hätte man die Fahrzeuge in Brand stecken können, dies hätte natürlich dann auch massive Aufmerksamkeit erregt, alternativ hätte man sich an der Elektronik oder an den Bremsleitungen zu schaffen machen können oder Feststoffe in den Tank einlassen können. Im weiteren Verlauf würde es uns noch zugute kommen, dass der Feind nun in seiner Mobilität durch uns behindert wurde. Sobald wir fertig waren, schafften wir so schnell wie möglich Distanz zwischen uns und dem Ort der Sabotage. Da wir zuvor selbst sehr gut die feindlichen Spuren erkennen konnten, den Ort, wo sie in den Wald gegangen sind und welche Richtung sie eingeschlagen haben, entschieden wir uns dafür, noch ein ganzes Stück die Straße entlang zu laufen, um selbst keine Spuren zu hinterlassen, welche der Feind beim Eintreffen an den Fahrzeugen nutzen konnte, um uns zu folgen. Dieses Vorgehen war natürlich riskant, aber kalkulierbar. Wer wagt, gewinnt. Motto des britischen Special Air Service, kurz SAS. Nach etwas über einem Kilometer verließen wir die Straße über einen Feldweg. Dies sollte dem Feind zusätzlich erschweren, unseren neuen Einstiegspunkt ins Gelände zu finden. Bereits nach wenigen hundert Metern klärten wir plötzlich Feindkräfte auf dem Freifeld vor uns auf. Feind ist direkt voraus. Aus der Entfernung konnten wir zwei Personen in Tarnkleidung feststellen, die sich in der Mitte des Freifeldes befanden, auf einer erhöhten Position. Von dieser konnten sie das Umfeld beobachten und die angrenzenden Berghänge. Wahrscheinlich errichteten sie dort gerade eine Beobachtungsposition. Aufgrund der neuen Situation mussten wir unsere Marschroute und unsere Taktik neu anpassen. Da die Feinde ihre Fahrzeuge unbewacht zurückgelassen hatten und noch mit dem Aufbau einer Beobachtungsposition beschäftigt waren, gingen wir davon aus, dass sie noch nicht mit unserer Präsenz in dem Gebiet rechneten. Nachdem wir den Feind so eine gewisse Zeit beobachtet hatten, kamen wir zu dem Entschluss, dass wir uns nicht an ihm vorbeischleichen konnten. Deshalb wichen wir nach hinten aus.
am besten weichen wir nach hinten im Wald aus. Ist nur, dass die jetzt so leise die Künstler gezogen haben, können sie noch immer auf den Weg aufschauen. Wir machten uns so klein wie möglich und krochen über den Boden, militärisch Gleiten genannt. Da das Gelände aus der Richtung, aus der wir kamen, abfiel, hatten wir schon nach kurzer Zeit keinen Sichtkontakt mehr und konnten uns aufrichten. Wir schlugen uns dann in den Wald. Dort angekommen, funkten wir Tok an, unser Hauptquartier, und übermittelten unseren Lagebericht. Ja, Viper, hier Tok. Ja, Viper. Der Feind im Vorfeld behinderte uns massiv. Auch wenn sie uns noch nicht aufgeklärt hatten, so hatten sie eine sehr gute Position mit Rundumblick auf die Umgebung. Durch die natürlichen Gegebenheiten war es uns nicht möglich, den Feind ohne massiven Zeitaufwand oder hohes Risiko zu umgehen. Wir mussten den Pickup-Point schnellstmöglich erreichen. Tok entschied sich für drastische Maßnahmen. Der Feind würde mittels Luftschlag, ausgeführt von einer Drohne, vernichtet werden. Dies würde uns den Weg ebnen, um dann zu unserem Exfiltrationspunkt vorzustoßen. Nachdem Tok uns gemeldet hatte, dass alle Feindkräfte im Vorfeld vernichtet seien, setzten wir unseren Marsch zügig fort. Tok gab uns außerdem Koordinaten für einen möglichen Exfiltrationspunkt durch. Dieser befand sich einige Kilometer voraus auf einem Höhenkamm. Es sollte sich dort in der Nähe eine Berghütte befinden. Wir machten uns also auf den Weg. Wir begannen nun noch damit, kompromittierendes Material zu vernichten. Dies in Form von Zetteln, auf denen Codewörter standen, oder andere Möglichkeiten der Verschlüsselung. Der Weg wurde nun zusehends immer beschwerlicher. Der Weg wurde steiler, der Schnee tiefer und unsere Kräfte ließen langsam nach. Wir hatten kaum noch Nahrungsmittelreserven. Ich selbst trug noch einen Energy Cake mit mir, also etwas zusammengepresstes Hafer mit Zucker. Bei den anderen Kameraden sah es ähnlich aus. Einige hatten gar nichts mehr und auch der ein oder andere hatte noch eine kleine eiserne Reserve für den Notfall zurückbehalten. Neben diesem Haferriegel hatte ich nun nur noch eine Packung Elektrolytlösung dabei und eine Tablette Frobiase. Die Elektrolytlösung streute ich in mein Wasser und sie diente dazu, dass ich sie verteilt über den Tag zu mir nahm, um zu verhindern, dass meine Muskeln durch die Anstrengung und die wenigen Ressourcen krampfen. Die Frobiase-Tablette hingegen war für die Einnahme abends gedacht. Ich wollte damit verhindern, dass sich über die Nacht ein Muskelkater entwickelt, der mich am Folgetag in meiner Marschleistung stark behindern würde. Wir befanden uns nun in einem permanenten Aufstieg. Besagte Hütte sollte sich laut Karte auf etwas über 1800 Höhenmetern befinden. Das Hauptproblem, mit den steigenden Höhenmetern wuchs auch die Schneedicke immer weiter an. Schon bald begannen wir mit jedem Schritt knietief im Schnee zu versinken. Derjenige, der vorausging, hatte nun die höchste körperliche Belastung zu tragen. Er ebnete den Kameraden hinter ihm einen Weg durch den Tiefschnee. Da diese Tätigkeit so extrem anstrengend war, da man jedes Mal den Fuß über die Schneedecke heben musste, um einen nächsten Schritt zu tun, wechselten wir den vordersten Mann kontinuierlich durch. Zu diesem Zeitpunkt wünschten wir uns alle sehnlichst Schneeschuhe, die wir natürlich nicht zur Verfügung hatten. Wir alle waren darauf bedacht, die Ausrüstung so leicht wie möglich zu halten, damit sie uns nicht zu sehr belastet, während wir marschieren müssen. Das Problem, die allermeisten von uns hatten keine Gamaschen eingepackt. Meine Schuhe waren zwar durch Bienenwachs und Imprägnierspray absolut wasserdicht, aber der Schnee fiel von vorne und von hinten in den Schaft hinein. Dann schmolz er an meinen Füßen, bis ich irgendwann im Wasser stand. Bis auf 2-3 Kameraden hatten alle dasselbe Problem. Bei Minusgraden nasse Füße. Rückblickend muss ich zugeben, dies war der Zeitpunkt, an dem meine Moral auf einem absoluten Tiefpunkt war. Ja, ich hatte Hunger. Das war scheiße, aber ich konnte es ignorieren. Ich war erschöpft. Auch das konnte ich ausblenden.
Aber auf einem Berg, bei Minusgraden, mit komplett durchnässten Stiefeln, stand ich vor einem Problem, das ich irgendwann nicht mehr ignorieren konnte. Alter, ich hole den Schnee aus meinen Schuhen schon gar nicht mehr raus. Ich habe nur noch Wasser im Schuh. Die Füße sind schon Schnee. Ja, ob es nicht gefährlich wird, weißt du? Solange du deine Füße fühlst, ist alles gut. Ich fühle das Wasser um meine Füße hin und her schlappen. Wir mussten auf jeden Fall den Exfiltrationspunkt erreichen, um rechtzeitig rausgebracht zu werden. Trotzdem begann ich nun fieberhaft darüber nachzudenken, was ich tun würde, falls es scheitern würde. Ein Feuer war nicht möglich, also musste eine andere Idee her, wie ich meine Schuhe vielleicht trocken kriegen könnte. Eigentlich sollten wir an diesem Punkt die Hütte vorfinden, doch anscheinend gab es ein Navigationsproblem. Deshalb befand sich die Gruppe in einem Halt. Als ich dann eines unserer Teammitglieder einfach in den Schnee fallen ließ, bemerkte ich seinen hochroten Kopf. Ich sprach mit ihm und seine Sprache war unverständlich. Er fing an, ein bisschen zu nuscheln und wirkte etwas teilnahmslos. Ich kam sofort zu der Schlussfolgerung, dass er sich irgendwo in einem Zustand zwischen Dehydration und Sonnenstich befand und wies ihn an, etwas zu trinken. Ebenfalls wirkten beide Männer vor mir erschöpft und demotiviert. Es war Zeit, das zu ändern. Gib ihm mal Wasser. Mit einem Messer. Aber ich komme, glaube ich, auch an meins ran. Danke dir. Das ist Kameradschaft. Ja, aber wie? Kaut lange. Boah, schmeckt das gut, Alter. Ja. Ob das Schokolade oder Kaffee drin oder sowas? Remis? Ja. Ja. For half kilometer? Ja. Impossible. That's not that bad if there wouldn't be this snow. Yeah. But that's still good, like for the time. Soll ich dir was zu diesem Energy Cake erzählen? Der liegt seit 2 Monaten bei mir im Schrank. Und ich wollte ihn nicht essen, weil ich habe einen davor davon gegessen und der schmeckte mir nicht. Der war so lecker. Das ist nicht absurd? Ich habe den jetzt gerade gegessen und für mich war das das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Ja, der lag bei mir zu Hause wirklich ohne Scheiß 2 Monate einfach im Schrank und ich so, ja. Ich hab Bock auf was Süßes und dann sag ich so, nee, kein Bock auf diesen scheiß Riegel so. Das war so gut. Der war gut. Es war einfach perfekt. Es war einfach perfekt. Frisch motiviert beschritten wir dann die letzten 500 Meter zu unserem Ziel. In einem Waldstück mit Blick auf besagte Hütte machten wir dann eine Rast. Als wir nun Zeit und Ruhe hatten, galt meine oberste Priorität als erstes meinen Füßen. Heraus aus den nassen Stiefeln, runter mit den nassen Socken und trocken reiben. Als dies getan, reichte ein Teammitglied mir eine Dose Babypuder. Großzügig mit dem Puder eingerieben, sollten die Füße wieder absolut trocken werden und hoffentlich auch etwas länger trocken bleiben, auch wenn ich nach dem Wechseln der Socken wieder in die nassen Stiefel steigen musste. Denn vorerst war es nicht möglich, die Stiefel zu trocknen, was aber auch kein Problem darstellte, denn wir sollten ja in Kürze von unseren eigenen Kräften aufgenommen und aus dem Gebiet exfiltriert werden. Nach dem Anziehen von ein paar frischen, trockenen Socken hatte ich nun alles getan, was ich für meine Füße tun konnte. Da wir nun, laut unseres Truppführers, noch einige Zeit in dieser Stellung auf unsere Abholung warten mussten, kümmerte ich mich als nächstes um meinen Wärmeerhalt. Deshalb zog ich als erstes meine Kälteschutzjacke an und wechselte meinen Buschhut gegen eine Wollmütze. Beim Marsch und in Bewegung sollte man möglichst wenig Kleidung tragen, vor allen Dingen keine Art von Kälteschutz und keine dicke Mütze, das würde nur unnötiges Schwitzen provozieren, wodurch man erstens auskühlt und zweitens Wasser verliert. Sobald aber Situationen der körperlichen Betätigung vorbei sind, wie das Marschieren oder das harte Arbeiten, wird sofort der Kälteschutz angelegt, um seine Wärme zu erhalten.
Ich persönlich war froh, dass wir gleich rausgeholt werden sollten. Ich war hungrig und, was viel schlimmer war, meine Socken waren schon wieder nass, da die Stiefel selbst so unglaublich nass geworden sind, dass es eigentlich nicht viel gebracht hatte, sie zu wechseln. Außerdem war ich nicht gerade scharf drauf, die kommende Nacht draußen zu verbringen, diesmal auf einer Höhe von 1800 Metern und bei einer zu erwartenden Temperatur von minus 12 Grad. Der Komfortbereich meines Schlafsetups wird so bei ungefähr minus 5 Grad gelegen haben. Ich hatte eine Bundeswehr-Faltisomatte, die relativ dünn ist, einen Carinthia Defense 4 Schlafsack und einen Biwaksack. Es kam, wie es kommen musste. Tok funkte uns an und teilte uns mit, dass sie aufgrund der Schneemassen nicht in der Lage seien, uns rechtzeitig zu erreichen. Wir mussten die kommende Nacht draußen verbringen und sie würden morgen erneut versuchen, uns rauszuholen. Vollzählig. Als wir die schlechte Nachricht erhielten, fing es gerade an zu dämmern. Also schickten wir hastig zwei Leute los, die nach einem Platz suchen sollten, an dem wir die Nacht verbringen können. Nachdem sie sich das nähere Gebiet angeschaut hatten, kamen sie zurück und sagten wortwörtlich zu uns, wir haben soeben Hotel Gloria gefunden. Ich war gerade dabei gewesen, mich mit der Situation abzufinden und der Aussicht, mir die Nacht über den Arsch abzufrieren, aber nun war ich ziemlich gespannt, was die Späher damit meinten. Das kleine Gehöft, welcher der Treffpunkt für die Exfiltration war, war komplett abgeschlossen. Bis auf einen der Dachspeicher. Yes. Dies bedeutete für uns, wir konnten sofort eine Unterkunft beziehen und mussten nicht noch groß eine suchen. Außerdem müssten wir keine große Arbeit leisten, um angenehm schlafen zu können. Mega. Game Changer. Wir hatten nun einen geraden Untergrund, auf dem wir uns legen konnten. Dieser Untergrund war aus Holz und nicht aus Schnee. Und wir hatten einen Raum um uns herum, der auch wenn er nicht besonders dicht war, trotzdem isolierend wirken würde und uns vor Wind schützen kann. Das würde uns die kalte Nacht bestimmt erträglicher machen. Natürlich muss man dazu sagen, diese Entscheidung war sehr riskant, denn wenn Feinde dieses Gebiet absuchen würden, würden sie beim Gehöft anfangen und oben auf dem Dachspeicher würden wir in der Falle sitzen. Es war, wie so oft, das Abwägen zwischen Risiko und Nutzen. Das erhöhte Risiko, erwischt zu werden, stand hier gegenüber dem Nutzen, einen erholsamen Schlaf zu haben. Ein vernünftiger Schlaf war für uns allerdings elementar, denn wir hatten keine Kalorien, um Kraft zu schöpfen und auch keinerlei Aufputschmittel oder sonstiges. Die einzige Kraft, die wir mobilisieren konnten, war durch die Erholung aus dem Schlaf heraus. Weil es ist so geil, dass wir hier sind. Ich glaube mir, es wird viel wärmer hier drin sein. Allein der Boden ist schon viel besser. Kein Eis auf dem Boden, aber das wird ein bisschen hart vielleicht. Aber gut. Nachdem ich nun meinen Schlafplatz hergerichtet hatte, musste ich mich nun um meine Kampfstiefel kümmern. Schon auf dem Marsch zum Exfiltrationspunkt ist mir eingefallen, dass ich in meinem Survival-Kit ein Teelicht hatte. Ich erinnerte mich an einen alten Trick aus meiner Dienstzeit, bei dem man Teelichter nutzte, um seine Kampfstiefel zu trocknen, falls diese nass werden sollten. Ich selbst habe diesen Trick in meiner Dienstzeit schon mal angewandt und wusste, dass er funktioniert, allerdings hatte ich damals zwei Teelichter zur Verfügung. Nun hoffte ich, dass es auch mit einem klappen würde. Tatsächlich gelang es mir, mit dem einen Teelicht, das ich hatte, meine Stiefel zu trocknen und ich hatte sogar noch etwas Wachs übrig, sodass ich das Teelicht noch an ein weiteres Teammitglied weiterreichen konnte. Um ganz sicher zu gehen, dass die Stiefel trocken werden und um zu verhindern, dass sie einfrieren, was durchaus passieren kann bei minus 12 Grad, nahm ich sie mit in den Biwaksack. Das sollte auch die letzte Restfeuchte aus den Stiefeln rausholen. Ich bin in dieser Nacht trotz unserer guten Unterkunft mehrfach wach geworden, weil mir kalt war, aber die Nacht an sich war erträglich. Und das Wichtigste, es hat uns kein Feindkommando in dieser Hütte aufspüren können. Somit war es schon die richtige Entscheidung, diese Situation, diese Hütte zu beziehen. Der dritte Tag. Können wir schon beziehen? Ja, jetzt, wenn du runtergehst, gleich hinterm Haus warten. Hinterm Haus. Ja. Das sind alle geschlossen. Hast du die Backsteine nicht zu? Am nächsten Tag verließen wir schnellstmöglich unsere Unterkunft und bezogen wieder unsere alte Beobachtungsstellung mit Blick auf das Gehöft.
Hier funkten wir erneut Tok an und warteten auf neue Infos über unsere Exfiltration. Ich glaube, die kommen hier nicht hoch. Wahrscheinlich. Dürfen wir wieder spazieren gehen. Spazieren. Bobo, nimm die Gruppe und mit der Gruppe nach auf unser Versteck. Wir wollen euch hören. Richtung Weg, richtig? Korrekt. Alle Sachen nehmen wir mit, ne? Victor, Erik. Irgendjemand von euch noch irgendwelches kompromittierendes Material? Diese kleinen Zettel mit den Codes drauf. Ja, ich. Hergeben. Wir erreichten den Treffpunkt. Tok meldete, dass wir uns nun die letzten Meter zu unseren befreundeten Kräften begeben sollen. Alter Voss. Down on the ground, down on the ground, look on the ground. Don't look at me, don't look at me. Don't look at me. Put your jacket off. Jacket off. What is this, military? This is military. Pick up your jacket and pick up your other stuff. Come, come, faster, faster, go up. Are you stupid? You got caught. Your operation has ended.